Und dann kriegst du halt, wenn du 2-3 Minuten unkonzentriert bist, kriegst du halt die Gegentore. Der erste durch die Beine, kurze Eck. Zweite an der Ecke, die auch einfach gut getreten ist. Und das ist halt einfach die Qualität, die in der dritten Liga herrscht. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Eli, wenn man trotz der Niederlage Spieler des Tages ist, zumindest aus unserer Sicht, der lange, lange das Spiel offen gehalten hat, mit großartigen Paraden, ein bisschen auch mit dem Glück gespielt hat, was die Pfostenlatte betrifft. Und trotzdem verliert man so ein Spiel. Ist das dann noch trauriger? Ist schon extrem bitter, muss ich sagen. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, heute alle gemerkt, dass wir auf jeden Fall Drittliganiveau haben. Deswegen, ja. Was hat gefehlt? Am Ende seid ihr doch mehr und mehr hinterhergerannt. Man hat es fast kommen sehen, dass da noch was passieren könnte. Ist es eine Kraftfrage oder dass man sagt, ja, aller Kraft nur den einen Punkt retten? Nee, ich glaube, wir haben erste Halbzeit super verteidigt, alle zusammen. Zweite Halbzeit genau das Gleiche. Und dann kriegst du halt, wenn du 2-3 Minuten unkonzentriert bist, kriegst du halt die Gegentore. Der erste durch die Beine, kurze Eck. Zweite an der Ecke, die auch einfach gut getreten ist. Und das ist halt einfach die Qualität, die in der dritten Liga herrscht. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Aber ich denke mal, Selbstvertrauen könnt ihr trotzdem tanken. Lasst das Ergebnis einfach mal weg. Aber es sind viele Szenen dabei gewesen, die Hoffnung auf mehr machen. Definitiv. Also ich glaube, es hat heute gezeigt, dass wir definitiv das Niveau haben, hier mitzuhalten. Und ich glaube, dass definitiv auch am Freitag in Dresden was möglich ist. Und natürlich Bielefeld, ich glaube, vor 3 Jahren noch Bundesliga gespielt. Das hört sich dann natürlich trotzdem wie ein sehr guter Gegner an. Aber ich glaube, selbst gegen die hätten wir heute einen Punkt mitnehmen können, vielleicht sogar gewinnen können. Aber du hast es gerade gesagt, es kommen bessere Tage, am besten schon am Freitag dieser Woche, ne? Ja, das hoffe ich, dass wir da die 3 Punkte holen.